Ja, da läuft der Tango. Und ja, ich habe mir jetzt Unterstützung geholt. Das könnt ihr zwar nicht sehen, aber da ist jemand da. Nicht wahr, kleiner Mann? Ja, da bist du. Gut. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich werde euch mal ganz kurz. Gut, ich bin kurz aus dem Bild. Das ist jetzt kein qualitatives Video, aber gut. Auf jeden Fall war es dann so, dass es dann irgendwann, dass ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Ich meine, meine Mutter hat mir damals gesagt, jetzt kommt kein Hase mehr ins Haus. Das war's. Aber ich war eben total verzweifelt. Und dann hat mein Bruder, war dann so nett und hat, ja, ich habe eigentlich meine Mutter gar nicht gefragt, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe dann einfach gesagt, ich möchte jetzt nochmal einen Hase haben. Ich brauche das. Und dann haben wir den alten Stall von Isa weggeschmissen, wo ich bis heute überzeugt bin, der wäre noch gut gewesen. Aber meine Mutter sagt, der hat Löcher gehabt. Da sind wir uns nicht einig. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir den dann. Oh, ich bin gerade fast eine Puste, weil ich gerade den kleinen Mann geholt habe. Dann sind wir auf jeden Fall los und haben einen neuen Stall gekauft, haben Streu, haben alles vorbereitet und dann mein Bruder war mit dabei, weil er eben den Stall so nett war und für mich den Stall getragen hat, weil die sind ja schon ganz schön schwer, die Dinger. Dachten wir zumindest, aber der Stall, den wir dann ausgesucht haben, der war so leicht. Also es war echt nicht normal, der war ultra leicht. Also ja, auf jeden Fall. Ja, der war leicht. Auf jeden Fall sind wir dann am nächsten Tag, den darauffolgenden Tag, losgezogen. Und ich habe dann im Internet durch Zufall eBay Kleinanzeigen ist mir als neue Anzeige angezeigt worden, kleiner Hase. Ich dachte so, ist der süß. Oh Gott, ich habe dann auf jeden Fall auch sofort geschrieben und habe aber dann noch gedacht, aber ich habe schon gestern beim Fleischer, bei dem Gärtnereibedarf angerufen und gefragt, ob die einen Hasen haben. Und die haben gesagt, ja, sie hätten zwei und wer weiß, vielleicht wären die dann doch noch netter gewesen. Und ja, und so habe ich mich dann, wollte ich dann nicht gleich mich festlegen. Ja. Dann wollte ich einfach nicht sofort mich festlegen und habe dann erstmal geguckt, wie es ist. Hab dann aber die zwei Hasen, die waren so komisch. Also es waren, irgendwie haben die mich überhaupt nicht angesprochen. Und eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt mich auch schon komplett verliebt in diesen kleinen Mann hier. Ja, in diesen kleinen Mann habe ich mich total verliebt gehabt. Mein Liebling. Ich kann gar nicht genug sein, Liebling, tut mir leid. Immer wenn er mal nie ist, habe ich Konzentrationsschwierigkeiten. Jo. Okay. Wenn wir noch ein Stückchen höher gehen. Oh, schön. So. Also auf jeden Fall habe ich dann noch die Verkäuferin von ihm angerufen und gefragt, ob er denn noch da sei und überhaupt. Und ja. Und dann sind wir losgefahren, weil wir Glück hatten, er war noch da und haben dann gefragt. Und dann war er da und ich habe ihn das erste Mal in den Arm gehoben und es war, als ob ich nichts mehr um mich herum mitbekomme. Es war nur noch er da. Und er war so winzig. Er war wirklich für seine Verhältnisse so ein Winzling. Ich habe echt, als ich den dann am Abend im Stall sitzen gehabt habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ob wir den überhaupt durchbringen, weil der war wirklich für seine Verhältnisse, fürs Alter, wie alt er war, war er viel zu klein. Und ja, dann hatten wir die ersten Nächte und überhaupt, und er war so aufgedreht und so ein aktiver kleiner Kerl, dass ich manchmal echt gedacht habe, ob ich das überhaupt schaffe mit dem kleinen Kerl hier. Aber ja, ich habe es geschafft und ich freue mich jeden Tag daran. Weil er ist die Sonne, das Mond, der Mond und das Glück meines Lebens. Ja, das bist du. Du bist mein allerliebster Liebling. Ja. Entschuldige, ich dachte, er ist gerade so knuddelig. Ja, und egal wie düster es manchmal auch sein mag, mit so einem kleinen Tier an der Seite kann man echt viel überstehen.
Okay, das war's für dieses Video. Ich werde jetzt noch mit ihm hier ein bisschen kuscheln und danach das nächste aufnehmen.